Und willkommen zurück zur letzten Folge für diese Woche von Die Sims 3 Strange Land hier bei Familie Kopf. Letztes Mal haben wir hier. Ja, haben wir eine Gems-Session gesagt und die möchte ich gerne noch beenden, weil wir gleich aufsteigen. Nee, du kannst ja tanzen. Come on. Wir müssen gleich los. Und wir müssen gleich Aufträge ausführen, das heißt, er wird nochmal seine Gems-Session beginnen hier. Und dann kannst du das alles machen, ja? Klinge dein Telefon etwa? Ach, die gute Win. Na klar, können wir reden. Wir haben noch Zeit. So, du hörst jetzt mal auf, du Liebe. Ja, wir haben ja noch drei Limonenbäume. Wir brauchen drei Limonen. Gute Limonen für morgen. Spätestens morgen 22 Uhr. Ob das was werden wird, werden wir morgen sehen. Wir haben jetzt mittlerweile den ersten Frühlingstag, der langsam zu Ende geht. In 20 Tagen wird wieder mal Sommer, aber wie gesagt, ist ja eine Insel. Das heißt, ja, morgen Donnerstag wird die gute Chloe aufs Internat gehen. Und ja, du wirst erstmal, meine Liebe, würde ich mal sagen, erstmal wirst du was essen. Tofu Hotdog. Dann wirst du benutzen gehen. Und was hast du dann noch so? Du kannst nochmal duschen. Und ja, und du, mein Lieber, du spielst noch, bis du... Komm, das haben wir gleich. Eins, zwei... Come on, come on, come on, come on, man, das dauert so lange. Come on, gleich hast du es. Jawohl. Level 7. Jetzt hört Jessie, aber das reicht mir aus. Wie geht's zur Arbeit? Ganz ehrlich, wir sind so gut. Wir können auch mal ein bisschen später anfangen. 17 bis 3 Uhr ist Zeit, also wir haben nur noch Zeit, das alles zu erledigen. Du gehst schlafen. Das war ein Fehler, Chloe. Du bist noch nicht so weit. Du musst erstmal was essen, und zwar Tofu Hotdog. Und dann kannst du schlafen gehen. So, du duschst, dann... Ja, was kann... Da kannst du ein bisschen mit deiner Magie spielen, meine Liebe. Du musst ja noch ein bisschen... Okay, warte. Ja, du, warte, wo ist denn der Zauberstab? Dann wirst du mit Magie spielen. So. Das machen wir gleich zweimal. Währenddessen, du wirst was essen. Und danach kannst du schlafen, weil morgen musst du zum Internat. Das heißt, das muss die Ramona noch machen. Das heißt, wir müssen das noch festlegen. So, wo sind die Gespenster? Ach, hier verteilt, na toll. Ist hier einer? Nö. Erstmal der da hinten. Geh dann. Na, 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 na. Fünf Gespenster, die müssen wir finden, und zwar ganz schnell. Na, 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 na. Anlässlich deines Fangs von 75 Gespenstern möchte dir die Stadt Santa Fe Folgendes überreichen. Paranormalgeistige Medaille. Begib dich bitte ins Rathaus, um deine Ausrüstung entgegenzunehmen. Machen wir. Wir müssen erstmal den Auftrag erfüllen, dann machen wir das. Alles da, werden wir alles machen, immer mit der Ruhe. Wir müssen erstmal unseren Auftrag erfüllen, damit wir sagen können, wir waren gut. Nummer 2. So, du übst, du gehst dann erstmal schlafen, meine Kleine, und dann wirst du, ja... Ich glaube, sie wird auch erst am nächsten Morgen abgeholt, wahrscheinlich. Hoffentlich. Das ist dann der letzte. Dann gehen wir erstmal zum Rathaus in die Auszeichnung ab und dann gehen wir noch zu diesen anderen Dingen. Und dann soll es gewesen sein für seinen Auftrag. Und dann wird noch die gute Ramona. Ja. Ich glaube, am nächsten Morgen, also... Sie würde dann die erste aufsteht, werden wir das klar machen mit dem Internat. Passt schon.
Wunderbar. Dann werden wir erstmal die Auszeichnung abhalten. Dann gehen wir hier zum nächsten Punkt. Ja. Endlich zeigt sich das aus, dass ich ans Überdüte glaube. Ja, siehste. So muss das sein. Passt ja auch. Wir verdienen ja sehr gut. Also in der Woche, wenn du das zusammenrechnest. Wir sind, ja, eine Allergiespritze. Das können wir wirklich auch mal machen. Level 10, aber okay. Aber was ist jetzt los? Allergiedunst. Ach du Schande. Kein Problem. Zu frösteln beginnen. Ach so, weil ja 5 Grad, ne, ist jetzt. Du hast die ganze Zeit da hier so aus. Willkommen, Remy. Ich war erstaunt zu hören, dass du 75 Gespenster gefangen hast. Mein lieber Scholli, hervorragende Leistung. Es ist da uns und mir eine Ehre, dich im Auftrag, um mal der Einwohner von Strange Town mit folgendem auszuzeichnen. Paranormalen Geisterjäger-Medaille. Stell es stolz in deine Wand zur Schau. Außerdem erhältst du eine Medaille. Dank dir ist diese Stadt etwas weniger gruselig. Was ist das für ein grünes Zeug? Ja, gruselig. Was ist das für ein grünes Zeug, das sich um deine Füße sammelt? Das ist meine Verwandlung zum Geist. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Jetzt haben wir eine Heldenmedaille. So muss das sein. Wahrscheinlich wird. Ich frage mich, wenn wir das jetzt machen, ob sie denn sofort abgeholt oder erst morgen früh. Ich werde es jetzt machen, weil es soll ja passieren. Das heißt, wir werden es jetzt machen. Ich hoffe, sie wird jetzt nicht abgeholt. Wir werden aber jetzt die gute Chloe beim Internat anmelden, denn das haben wir schon immer vorgehabt. Wir haben alles gemacht mit Chloe. Sie ist perfekt. Sie ist logisch, malerisch, künstlerisch. Sie ist in der Schule wunderbar. Und ja. Also auf geht's. Dann wollen wir mal. Ja, ich möchte gerne meine Tochter anmelden. Ja, für morgen am besten. Möchtest du Chloe wirklich in die Laformgutsche anmelden? Ja! Dann geht irgendwas, okay. Chloe wurde in der Laformage Kunstschule angemeldet. Chloe wird sich auf ihre künstlerische Zukunft vorbereiten, indem sie die überteuerten Selbstentfaltungskurse besucht. Der Schulbus kommt am Donnerstag um 9 Uhr. Ramona Goff hat Chloe Goff soeben mit herangemeldet. Sie wird sich immer daran erinnern, wie viel Angst Chloe hatte, die vertraute Umgebung zu verlassen, aber sie weiß, dass Chloe seine Ausbildung erhalten wird. Genau. Internate sind eine gute Methode, das Leben eines Kindes zu bereichern. Sehr schön, dass es gut gedeiht. Internats bieten Kindern und Teenagern ein einzigartiges Bildungserlebnis, wenn die Eltern bereit sind, die Unterrichtsgebühr zu erreichen. Es stehen 5 Arten von Internaten zur Verfügung, von denen jedes unterschiedliche Fähigkeiten und Merkmale des Schülers anspricht. Erwachsene Sims können ihren Nachwuchs am Computer oder Telefon in einem Internat anmelden. Ist ein Sim in einem Internat angemeldet, kommt ein Auto, um ihn auch abzuholen. Sorge dich nicht um die Kinder, die in eine ferne Schule gehen. Dort sind sie sicher und erhalten eine gute Bildung. Kinder und Teenager, die an ein Internat angemeldet sind, rufen von Zeit zu Zeit zu Hause an, um sich nach der Familie zu erkunden. Falls seine Sims ihre Kinder zu sehr vermissen, können sie anrufen, um mit ihnen zu plaudern. Oder sie am Telefon oder Computer vom Internat abmelden. Wenn ein Sim in der Schule ist, kann er älter werden. Genau, hier ist es. Wenn ein Sim in der Schule ist, kann er älter werden. Geschieht dies, erhält er seine Abschlussnoten. Sims, die auf dem Internat bleiben möchten, müssen neu angemeldet werden. Sims, die sich dafür entscheiden, ihren Bildungsweg auf dem Internat nicht fortzusetzen, kehren mit den Fähigkeiten und Merkmalen, die von der Schule abhängen, an die sie angemeldet haben, nach zu Hause zurück. Wird ein Teenager auf dem Internat älter, kommt er für den Schulabschluss nach Hause und bekommt eine Abschlussnoten. Deine Abschlussnoten. Zum Schulabschluss ziehen Sims einen Umhang
an und setzen sich eine Kappe auf, um gemeinsam mit ihrer Familie an der Zeremonie im Rathaus teilzunehmen. Sims, die im Rathaus ihren Abschluss machen, stehen ein besonderer Gruß und eine neue soziale Interaktion zur Verfügung. Und um über die Schule zu reden. Also wie ich gesagt habe, das heißt, wenn du jetzt, wenn die Crew jetzt morgen zum Internat geht und wir die Altung aktivieren, müssen wir machen, weil sonst können wir den Eltern, dann wird sie, sobald sie älter wird, zurückkehren und halt da die Schule beenden und kriegt wahrscheinlich eine Auszeichnung oder ihre Merkmale. Und wenn wir wollen, dass sie halt auch als Teenager da ist, müssen wir sie nochmal anmelden. Und wenn sie dann zurückkommt, also älter wird als junger Erwachsene, Auszeichnung. Da ich aber als Teenager, da ich sie als Teenager ja sehr gerne haben möchte, weil sie soll hier die Erfahrung machen und vor allem ich möchte die ganze Sache mit Schulabschlussball und das gibt ja auch alles noch. Und es gibt ja viele Dinge, die Teenager machen und deshalb, ja, sie soll als Kind jetzt da erstmal bleiben, so für ein paar, halt wie man sich das gehört. Ich werde die Alterung da aktivieren und dann schauen wir mal. Alles klar. Chloe, im Internat angemeldet. Das heißt, ab morgen geht's los. Wir werden unsere Freunde vermissen, aber ich denke mal, das wird sich alles stabil halten. Und ja, so habe ich mir auch gedacht, dass es so funktionieren wird. Finde ich gut. Das heißt, wir können eigentlich normal weitermachen. Ich möchte erstmal das hier einsammeln. Du bist da drinne. Und ja, so ist das Leben. Bin ich sehr gespannt, ob das alles so funktioniert. Das erste Mal, dass das ausprobiert. Also für mich ist das neu. Ramona hat einen Diamant gefunden. Den möchte ich gerne schleifen. Nein, den möchte ich gerne schleifen. Wir können auch selber eine Schleifmaschine und dann Edelsteine herstellen, aber warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht mal? Ist mal was Neues. Und wir haben das Geld, ne? Machen wir hier gleich hin. Zack. Ein Haufen Edelsteine schleifen. Bin ich mal sehr gespannt. Habe ich noch nie gemacht. Schreimers Lebensunterhalt. Was? Nee, wollen wir nicht. Diamant. Smaragdschliff, Edelsteinstaub. Wir machen natürlich den Smaragdschliff. So. So, rein da. Okay. Und jetzt. Das ist nicht so cool, ne? Lasern. Bohren. Und. Oh. Das finde ich so geil. Jetzt haben wir einfach mal. Lupenreine Diamanten gehören zu den beliebtesten Edelsteinen überhaupt und halten ein Leben lang. Falls du jedoch eine trübe Stelle entdeckst, wirst du wieder auf die Suche nach einem perfekten Stein gehen. Okay, bringt das nicht so viel, aber besser als nichts. Zauberwirken, Geschenk geben. Das können wir können so eine Vitrine machen und die hinstellen. Ne, hier so. Ja, so. Die kommen alle hier hin. Was ist das hier? Edelstein. Einen Edelstein sammeln. Ach komm, machen wir so. Finde ich gar nicht so schlecht. Damit können wir immer, schön machen. Alchemie, was ist mit dir los? Warum bist du wach? Ach du Scheine, das ist. Okay, das ist so laut, dass sie das hört. Das ist aber ein bisschen. Okay, ist genauso. Es gibt ja diesen Erdbohrer, den man bei der Buche, also wo man wirklich nach Edelstein bohren kann. Und wenn man das nachts macht, habe ich schon mal gemacht, dann kommen wirklich die Nachbarn angerannt, weil es da natürlich laut ist. Und das finde ich gut, dass das so eingebaut ist. Weil, na klar, wenn du auf einmal nachts anfängst, musst du. Mit so einer Erdmaschine bist du schon. Genau, du kannst mal wieder malen, das ist gar nicht so schlecht. Du solltest noch mal ein bisschen Sport machen, das würde ich gerne. Trainieren, Stärke ist wichtig. Und zwar richtiges Tempo. Okay, los geht's. Buki, ja Buki. Kabocha, Kabocha, 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und ich sehe, die Zeit, die läuft ab.
Ja, denn die Folge ist beendet. Wir haben alles erledigt und wir wissen Bescheid. Das heißt, am nächsten Morgen um Punkt 9 Uhr wird die ganze gute Chloe zum Internat aufbrechen. Das Ganze werden wir dann sehen in der nächsten Folge, also nächste Woche. Das heißt, im Laufe nächster Woche auf jeden Fall die Chloe wird dann ins Internat gehen am nächsten Morgen. Remy wird, denke ich, nochmal aufsteigen, auf jeden Fall. Das werden wir hinkriegen. Und ja, die soll ein bisschen Sport machen und dann werden wir nach Ägypten reisen. Nicht sofort, aber ich möchte mit den beiden gerne so eine Reise machen. Einfach nur die zwei. Ich möchte in hier Grüfte gehen, Sachen erkunden und deshalb, der gute Remy ist schlau. Das heißt, ne, es passt, wenn Sachen Geheimnisse zu lösen. Und die Ramona soll halt ein bisschen fit werden, dass man, ne, man kennt es ja, Grüfte gehen und Sachen verschieben, dann können die beiden so ein bisschen das ja machen. Oder eine geht halt in die Gruft oder in der Remi, der guckt sich halt die Kultur an, je nachdem. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, ich war noch nie reisen. Was Neues und wir werden sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und ja, bis dahin, also, susu!